Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir machen weiter. Rap Battle ist am Start von 4-7. Kontrolleur versus Schwarzfahrer Rap Battle. Das letzte Ding, was wir abgecheckt haben, war Dilara versus Fuckboy. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht geguckt, hat 4-7 noch solche gegensätzlichen Battles? Ich sehe hier zum Beispiel Schüler versus Lehrer vor einem Monat. Das kenne ich zum Beispiel auch nicht. Ex-Freundin versus Ex-Freund kenne ich auch nicht. Sollen wir das mal abchecken? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir das auch abchecken, auch wenn das jetzt einen Monat her ist. Ich hätte schon Bock, mir die anderen Battles auch zu geben. Genau, meine Freunde. Herzlich willkommen zu meinem neuen Format Big Difference. Mein Name ist 4-7 und heute... Jetzt hat er endlich einen Namen, ne? Big Difference. ...sehr nice ist für euch. Und zwar battelt heute ein Fahrkartenkontrolleur gegen einen Schwarzfahrer. Das wird eine Schlacht. Geht nochmal alle auf den Like-Button. Okay, bin mal gespannt. Sozialer Schmarotzer, da jeden Tag in der Bahn siehst und ihn kontrollierst und der hat schon wieder kein Ticket dabei, da fragt man sich auch, wie kann ein Mensch sein eigenes Leben eigentlich so zerstören und dann überlegt man sich, Bro, ich muss dir mal eine Denkzettel verpassen. Wie viel ist denn nochmal die Strafe, wenn man beim Schwarzfahren erwischt wird? 60, ne? 50, 60. Früher weiß ich, war das 40. Noch damals, Alter. 40? Ja, 40 war das mal. Und das mache ich in Battle-Rap-Form, deswegen zieht euch die Scheiße rein. Ist der Schwarzfahrer schon mal von dir weggelaufen? Ich will mit dem immer rausgehen und die Polizei rufen. Er sagt natürlich immer, den Ausweis hat er nicht dabei und dann gehen wir raus und dann wird er auf einmal ganz schnell. Aber ich habe mal... Hey, der Bruder ist auf jeden Fall kein Kontrolleur, weil warum will er denn die Polizei rufen? Ein Schwarzfahrer, ich habe es ja oft erlebt, wenn ich mal in der Bahn oder so saß, dass... der einfach deinen Namen nimmt und dir dann so eine und das dann irgendwie einträgt und du das dann das Geld einfach nur noch überweisen musst. Wozu Polizei rufen? Meine Sprintfähigkeit in letzter Zeit ein bisschen trainiert, deswegen ich versuche in nächster Zeit ihn zu catchen. Hammergeil, ich freue mich auf das Battle. Let's go. So, wir haben hier den Schwarzfahrer. Sag mir mal ganz kurz, was ist deine Meinung zu Fahrkartenkontrolle? Also ich halte nichts von den Bastarden. Versucht mir hinterher zu rennen, aber der kriegt mich nicht. Aber heimlich läuft seine Mutter hinterher, aber keiner weiß. Ja, Mann, auf jeden Fall. Hast du denn Punchlines am Start? Safi. Okay. Okay, kann sein, dass der Disclaimer stimmt, dass das jetzt nur Kunstfiguren sind, ne? Weiß man halt am Ende nicht, ob das wirklich so ist oder ob's. Aber ich glaube, das. Ach komm, lass einfach, lass uns das Battle geben. Wir sind sehr gespannt. Let's go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist 4-7 und wir kommen zum nächsten Battle. Wir sind gerade in der Shisha-Bar, Bless, Rheinstraße 72. Kommt alle vorbei. Das ist der Besitzer. Und wir haben hier einmal... Perfekt, man hat vom Besitzer einfach nur den Bart gesehen. ...den Fahrkartenkontrolleur gegen Schwarzfahrer. Macht einmal Lärm für die beiden. Der Fahrkartenkontrolleur wird anfangen. Let's motherfucking go. Okay, komm. Wird jetzt lustig, komm. Das ist Kontrolleur gegen süchtig nach Tipico. Hab dich in der Bahn erwischt und jetzt mach ich's am Mikrofon. Aber du führst echt ein Heldenleben, wurdest von mir zigmal dann gefickt und hast mir anschließend noch Geld gegeben. Dieses Battle hier ist wirklich ein harter Witz. Wie oft hab ich den Geringverdiener in der Bahn erwischt? Für deine nächste Fahrt hab ich noch einen starken Tipp. Bind dir eine Leine um, Hunde fahren gratis mit. Du bist ein Wannabe und feierst dich, wenn du den Platz rechts außen in der letzten Reihe kriegst. Wenn er sich auf Klo versteckt, setzt er auf sein Drecksteam oder spendet 3 Cent im Montana Blackstream. Ich wollte mich verletzen, sie war nett, Bro. Ich wollte scannen, doch sie gab mir ihren Snapcode. Und raste bitte bei der Show jetzt nicht aus, aber seitdem manage ich ihn. Krank. Hä, ist es nicht diese Dilara hier rechts gerade von uns? So, rechte Seite von 4-7 beim letzten Battle. Ist der Fuckboy auch hier irgendwo? Keine Ahnung. Okay. Ihren Snapcode und raste bitte bei der Show jetzt nicht aus, aber seitdem manage ich ihren OnlyFans-Account. Ist echt guter Spaß, deine Freundin schwanger, obwohl du nichts zu bieten hast. Und wenn bei ihr dann die Fruchtblase platzt, sagt er sorry, doch wir müssen auf den Bus warten, Schatz. Letztens in der Region 4, er wie immer ohne Ticket unterwegs mit einem Bier. 50 Euro Vertragsstrafe gehen zu mir, die hab ich später dann bei seiner Mutter reinvestiert. Seit der Strafe muss sie dich herumkutschieren, sie hofft, dass du einen Job kriegst mit herumprobieren. Und weil ich weiß, dass du das nicht hinbekommst, gebe ich dir Hurensohn ein Ticket umsonst. Oh!
starke erste Runde von dem Fahrkartenkontrolleur. Mal gucken, was der Schwarzfahrer zu sagen hat. Okay, also ich sag euch ganz ehrlich, die erste Runde waren schon gute Lines bei auf jeden Fall, oder? Hat mir gefallen. Check. Check. Okay. Ich war schwarz, Chub, catch me if you can. Willst mich ficken, aber wechselt von mir sowieso Geschlecht, ey. An deiner Stelle hätte ich bisschen mehr Respekt. Glaub mir, wenn es mich nicht gäbe, hättest du keinen Sinn und Zweck, ey. Dein Arbeitgeber Deutsche Bahn hat so viel wie gar keinen Plan. Wurde bis jetzt nie geparkt, doch bin zu oft schon gefahren. Kommt der Pisser-Kontrolleur und fragt mich nach meinem Namen. Mach ich einen auf 50 Cent, so wie sein Stundengehalt. Ohne Milch hättest du gar keinen Umsatz. Kommst du drei Mann und glaubst wirklich, dass du jetzt Schutz hast. Willst dich mit Personalien ficken, obwohl du keinen Grund hast, doch ich gebe dir höchstens nur die Nummer von deiner Mutter. Ja, du wolltest mich als Gegner, doch ich bin dein Karma. Du wärst die Nummer 1 nach Nummer 3, besser check dein Fahrplan. Für mich bist du ein Trendsetter, Digga, sei mal dankbar. Wegen dir heißt Deutsche Bahn noch ab sofort jetzt deutscher Bastard. Durchsagen sind nur Absagen. Schick dich schlafen, geh mal gute Nacht sagen. Du könntest anschaffen, sammel Pfandflaschen. Du hast keine Chance gegen mich, wär hierbei auch die Fachsprache. Nicht Mike Scofield, doch kein einfach entwischen. Nimm mich Mr. X, der Sieger ist der Typ, der mich findet. Leih dir gerne meine Brille, vielleicht kannst du mich finden. Und wenn ich deine Mutter ficke, fragst du auch dann nach Ticket? Am Ende war nochmal gut. Aber soll ich euch was sagen? Also, es kommt gerade eine Werbung sowieso rein, deswegen kann ich das ja auf entspannt sagen. Ich muss sagen, bei ihm, die Runde, ja, wie soll ich das sagen? Er hat irgendwie sich so krass aufs Rappen konzentriert, so. Er hat nice gerappt, aber da die Punches haben gefehlt, Mann, finde ich. Da fand ich den Fahrkartenkontrolleur erste Runde besser. Oh mein Gott, es geht direkt weiter mit der zweiten Runde von dem Fahrkartenkontrolleur. DJ, bist du ready? Gib ihm. Oh, Beat Switch, geil. Ist schon ein geiles Format von 4-7. Ich hoffe, er zieht das durch. Ey, das sind Schwarzfahrer-Bars. Du bist arm und das war's. Hast für das Ticket hierher bei deiner Ma nachgefragt. Auf Instagram macht er eine Spendenaktion für sich selbst, denn er muss heute noch Getränke abholen. Kein Geld für Bar, noch macht auf harten Imbiss. Dein Gangster-Rap-Film ist Blamage für dich. Er will so unbedingt in einen Clan rein, die Bitch. Er hat sogar Arafat eine Bewerbung geschickt. Dann schnappt mich den Taugen nichts echt. Er meinte, eine Ausnahme brauche ich jetzt. Ich muss dringend in die Booth, ich nehm auf und ich rap. Nächster halt für Hurensöhne, Ausstieg ist recht. Bruder, was sind das für Lines von einem Kontrolleur? Hä? Starke Runde, ey. Wenn ich dich nur einmal noch treff, sag ich deiner Ma, wie scheiße du rappst. Ja, ich mach auf Schwarzfahrer Kadaver, lynche diese Nutten. Er geht nur zum Automaten, um ins Münzenfach zu gucken. Meiner echte Strafe. Digi, damals als Kind immer. Dann ist er wie ein Kind am Zittern, doch wegen Schwarzfahren landet er bald hinter Gittern. Und damit ich diese Scheiße verhindere, hier ein Ticket-Rabattcode für geistig Behinderte. Ja. Weißt du, er hat so hier ein Ticket, wirft er rüber, so einfach so Sachen aus seiner Tasche rausziehen. Das hat mich an Kapital versus Bongtaggi erinnert. Hier ein Snickers und dann nimmt Bongtaggi den Snickers. Jetzt werde ich nicht mehr zur Diva und dann holt Kapital noch einen Snickers aus der Tasche. Hier noch ein Snickers als Trostpreis. So dieses aus der Tasche Sachen raus und hat mich gerade daran erinnert. Ja. Arbeiten ist für ihn leider fremd. Er fragt seine Mom an der Kasse, ob sie Süßigkeiten gönnt. Jeden Tag erwisch ich ihn, doch niemals wird der Keck erwachsen. Hab dich schon so oft gefickt, du solltest dich mal testen lassen. Nur Ausreden vom Schwarzfahrer Schmutz. Ich hatte nur einen Zehner, Automat war kaputt. Die Preise sind zu hoch, was ist das für ein Tagessatz? Halt die Fresse und such dir endlich einen Arbeitsplatz. Oh mein Gott. Das war bis jetzt die beste Runde, okay?
Oh oh, Dilara guckt schon so, Hilfe! Das ist dieser Dilara-Blick. Das ist. Dilara steht neuerdings auf Kontrolleure. Sehr, sehr starke Runde. Mach nochmal Lärm für den Fahrkartenkontrolleur! Digga, Dilara kriegt auch ihre Augen nicht mehr weg von ihm. Eieiei. Krass! Krass! Stark! Krass. Stark! Krass! Kommen wir zu der nächsten Runde von dem Schwarzfahrer. Die letzte Runde. Der Schwarzfahrer muss jetzt wirklich auseinandernehmen. Nochmal alles geben. Let's go. Yeah. Geh mal Bus bauen, ich bin am Zug. Anscheinend ist hier dein Job wichtig, lebst du etwa im Zug, auch wenn ich dich... Ah, Bruder, dieses Geh mal Bus bauen, das hätte der richtig geil mit, du heißt Freddy, dann, ja, dann komm mal Bus bauen. So irgendwie, das hätte er am Ende einer Line bringen müssen, das wäre dann eine geile Punch gewesen. Tissa, hab ich doch gar keinen Gegnerbezug. Habe nicht nach ner Pussy, sondern nach dem Gegner gesucht. Yeah. Sei mal ehrlich, was ist in dich gefahren? Ja, ich mein deine Visage, was ist in dich gefahren? Er hat bei DB unterschrieben, mein Tessa Nebelvertrag. Gute Line, was ist in dich gefahren? Ich mein deine Visage, was ist in dich gefahren? Gut. Und heute kriegt er Ablesegeräte in seinem Arsch. Straftäter für mich wär zugleich dein Taschengeld. Er hat sich sein Leben damals ziemlich anders dargestellt. Bei der Bewerbung sich als ein Zugführer vorgestellt. Doch er wurde dann letztendlich als ein Hurensohn angestellt. Ja, gibst du, dass er übel war? Du kaufst sogar Schülertickets, obwohl du kein Schüler warst. Doch die Lens werfen nicht aus der Bahn. Und an deiner Fresse merke ich, du wurdest erneut überfahren. Daher weiter unter uns, hast kein schönes Leben, keine Sorge, das bleibt unter uns. Ja, du redest nur mit Kommatas, doch komm jetzt mal zum Punkt. Den einzigen Benz, den du hier fährst, ist höchstens nur ein Bus. Yeah, yeah. Aber trotzdem gebe ich Props, hast zwar keine anderen Hobbys, doch du machst ja nur deinen Job. Aber ich rate dir eines, besser bleib bei deinem Job. Denn im Betten hast du keine Zukunft, außer als ein Flop. Yeah, bin ich im Knast, doch ich verteile Schellen, bis du Pizzasterne siehst und ich komm mit der Zelle. Was für Laola, Digga, fick deine Welle, denn ich bin hier für dich, deine letzte Endhaltestelle. Ja, das Ding ist, ja komm, ich sag gleich. Stark, stark, stark. Mach nochmal Lärm für das ganze Battle. Heftig, heftig, heftig. Schreibt in den Kommentaren, wer von den beiden Herren hier gewonnen hat und... Ich bin selber gespannt, was ihr sagen werdet und wir sind raus. Okay, also was ich sagen werde ist, ich fand, der Schwarzfahrer hat besser gerappt, so die Lines, so die Art, wie er gerappt hat, ne? Er hat einfach besser gerappt, aber der Kontrolleur hatte die besseren Punchlines, so. Und es ist halt ein Rap-Battle und da sind die Punches einfach viel wichtiger, wer hat mehr zerstört. Deswegen, meiner Meinung nach, hat der Kontrolleur mehr zerstört. Der Schwarzfahrer war auch nice, hatte geile Lines, vor allem diese Indisch-Line, die war wild. So, wenn ich hier einen Punkt geben müsste, würde ich es dem Kontrolleur auf jeden Fall geben, aber dennoch hat das Battle mich sehr unterhalten. Sehr, sehr geiles Format von 4-7, muss ich sagen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr zieht das auf jeden Fall durch. Das war's mit der Reaction. Schreibt mal gerne eure Meinung rein. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein und ciao.